Die ist bald kaputt. So. Blauer Drache kommt definitiv näher. Blauer Drache hält Feuer bestimmt nicht so gut aus, oder? Hält sich Grenzen. Implosion geht gut durch. Die Faust geht gut durch. Und der hat tierisch viele Lebenspunkte. Du, Kraftheilung. Komm in Nahkampf, das ist eine tolle Idee. Myrum hat nämlich gleich keine Zauberpunkte mehr und sie hat einen neuen Stab, den sie ausprobieren will. Kraftheilung. Keine Waffe verloren. Repariert. So, hauen, zaubern, zaubern, hauen. Oh, du ziehst sie zurück. Okay. Dann lassen wir einfach mal Myrum sein und benutzen die Zauberpunkte von Lay lieber für Schaden. 4 Schaden. Bleibt mal wieder an Talana hängen. No. Ah doch, 79. Oh oh. Okay, Zauberpunkte sind alle. Geronimo! Unsere Helden stürzen sich fliegend in den Nahkampf mit den Drachen. Versagen ziemlich. Gashan, Gerugon. Sind die Waffen kaputt? Nein. Da kann ich nichts machen. Aber so ziemlich alles andere, ha? Repariert. Du zieh das an. Du. Repariert. Lass das reparieren. Komm. Ich will wenigstens einen von euch töten. 2 Schadenspunkte. Warum trifft Gerudo nicht? Ah. Lay, im Nahkampf. Gut gemacht. Also, gucken wir, was im blauen Drachen drin ist. 250 Gold und ein Dreizack. Hey, da noch so einer. Ich nichts machen. Wollte gerade sagen, 250 Repariert. Gold ist ganz schön mau. Repariert. Aber der Dreizack ist schick. Und es sind so viele Sachen Repariert. Kaputt. Repariert. So, das kannst du wieder anziehen, das kannst du wieder anziehen. Die Rüstung ist schon wieder kaputt. Das ist Drachenleder, verdammt. Warum kann Drache das so schnell wieder kaputt machen? Du. So. Ting. Ich hätte echt eine andere Stimme für ihn nehmen sollen. Aber ich denke, so oft, wie die sich wiederholen, ist jede Stimme mit der Zeit nervig. Zauberpunkte plus 10, Charisma plus 12 ist, glaube ich, mehr. So. Deinen Dreizack können wir gleich verzaubern, wenn wir wieder Zauberpunkte haben. Essen plündern wir hier. Zauberspruchrolle, Speer, Stiefel, Säbel, Langschwert, Stab, Hut. Was? Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß nicht. Also sie haben schon mal sehr viele Gegenstände dabei, die Hydras. Oh. 9 bis 12 Kälteschaden. Ja. Genau sowas meinte ich für deinen Stab. Ja, das dahin. Aha. Ultimative Stiefel. Die sehen gut aus, zumal manche von uns noch Platten- oder Silberstiefel haben. Ah. Ein Flanellhut kann weg. Ah. Kann weg. Ah. Kann alles weg. Oh. Geschick plus 3 ist nichts, wo man O sagen müsste. Obwohl, das kann ich hiermit hin zu unserem Stat-Equip. Weil Geschick brauchen wir für mehrere Skills noch. Oh, da hinten sind Drachen. Das will ich nicht. Noch weiter nach Süden. Nach Einsiedlerinsel. Wow, okay. Wir wollen nicht zur Einsiedlerinsel. Wir wollen nach Hause. Wir wollen nach Freehaven. Boah, hab ich das erschreckt. So, wir trainieren erstmal. Es gibt noch einige garstige Gebiete. Aber wir sollten vielleicht erstmal versuchen, die nicht so garstigen Gebiete abzuschließen, bevor wir uns da irgendwie durchmogeln durch die neueren. Also, ein Stufenanstieg. 9 Fähigkeitspunkte, so. Du wolltest Körper auf 12 bringen, damit du Meister werden kannst. 5. Dann wolltest du anfangen, reparieren zu steigern. Du hast die wichtigen Sachen auf 12.
Erkennen hast du Meister. Das heißt, die meisten Punkte würden wir jetzt in Meditation stecken. Vielleicht noch ein, zwei Mal in Kondition. Aber erstmal reparieren auf Expertenrang. Und handeln vielleicht auch auf Expertenrang. So, du hast auf 12, hast auf 12, hast auf 10. Sechsten Sinn müssen wir steigern bei ihr. Genau, bei dir im Axt steigern. Panzer, bist du Meister inzwischen, dass du steigern bringt also nichts mehr. Reparieren kannst du, glaube ich, inzwischen alles. Und handeln könntest du auch schon Experte. Also kriegst du Kondition. So. Okay, 35.000 Gold. Wir haben nicht mehr so wirklich viel, was wir kaufen wollen oder brauchen. Wir könnten sie jetzt rausschmeißen und dafür was anderes suchen. Gepäckträger, Torfstecher. Wobei sich aktiv nach NPCs suchen immer als schwierig erweist. Das sollten wir lieber nebenbei mal machen. Also jedes Mal, wenn wir in die Stadt kommen, einfach mal kurz umgucken. Gut, also wir brauchen ein neues Ziel. Wir wollen nicht gegen Drachen kämpfen, das ist uns noch zu riskant und langatmig. Der Tempel der Schlange wäre eigentlich ein Ziel, aber es ist zu nervig wegen dem Entsteinern, weil wir es nicht können. Was wir eventuell ändern sollten, wenn wir noch ein, zwei Stufen auf Stege kriegen. Darkmoor kommt mir in den Sinn. Gerade weil ich es vorhin erwähnt hatte. Silvercove, nein. Denn in Darkmoor gibt es noch das eine Schloss. Und ich glaube, da müssen wir sogar rein. Westlich von Silvercove. Tempel der Schlange. Suche und zerstöre das Buch der Litsche in Burg Darkmoor. Und kehre zurück zu Terry Ross in Dorf Darkmoor. Und Statuen aufstellen, ja. Vorposten der Teufel, besiege den Kriegsherrn, besuche den Altar der Sonne. Kriegsherr wäre auch sehr interessant. Aber da wissen wir auch, dass es schwer ist. Und ich will jetzt nicht à la Wolfsbau immer wieder irgendwo reinrennen und dann versagen. Bin ich schon bei dem Stall vorbei? Nein, hier. Wo fallen? Nein. Baust du ein Pferd? Blackshire. Blackshire ist nicht Darkmoor. Warten. Baust du ein Pferd? Kriegsbeier. Ne, Kriegsbeier ist auch nicht Darkmoor. Und ich weiß nicht, von welchem der beiden Stellen der Karren fährt. Deswegen müssen wir jetzt immer hin und her tingeln und einmal schlafen. Weswegen ich auch meinte, dass der Sprungpunkt nach Darkmoor so wichtig wäre. So, da. Baust du ein Pferd? Burg Ironfist, nein. Baust du ein Pferd? Darkmoor, sehr gut. Hallo Darkmoor, du richtig doofe Stadt mit den ganzen Untoten in der Stadt selber drin. Und den Passanten, die sich einfach in den Weg schmeißen. Forscher, Forscher? Hallo. Wie geht's? Alle Reisen gehen schneller. Also wir brauchen weniger Essen. Nö, das will ich nicht. Schmied brauche ich auch nicht. Okay, das heißt, wir fliegen jetzt da hoch. Du machst Tag des Schutzes, du machst Tag der Götter. Und dann töten wir erstmal alles, was hier oben so rumkreucht. Haben wir da einen effektiveren Spruch für? Ja, wir, aber es klappt nicht so ganz. Mondstrahl würde alle treffen, aber es ist nicht dunkel. Wir haben es Tag. Okay, einfach verbrennen. Obwohl, warte mal. Verbrennen ist, glaube ich, ein bisschen Overkill. Du machst einfach mal Stunde der Kraft und wir tackern. Genau. Einfach Pfeil und Bogen. Bye, bye, doofe Geister. Ist da noch was? Oh, wenn, dann kommt's gleich. So, hier sind nochmal Geister. Und ich höre Skelette. Weg, weg, weg. Oh. Irgendwas haut uns. Es ist zwar keine so gute Idee, in Nahkampf zu kommen, wenn wir Heldentum anhaben und sehr starke Waffen im Weg. Genau, du. Weg, weg.
So, unter uns sind Skelette, die nicht hochgreifen können. Müssen auch noch alle weg. Tong, 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 tong. So, Anzeige ist grün. Das heißt, jetzt können wir hier hoch, da rein. Und wenn es nicht so gut läuft, können wir einfach raus und schlafen. Und weil ich das gerne zwischendurch mache, einmal eine Verzauberung bitte. Giftresistenz plus 7 ist Grütze. Burg Darkmoor. Während du dich den Toren dieser Burg näherst, fällt die Temperatur beständig. Die Legende erzählt, dass in dieser Burg das geheime Wissen gehütet wird, wie man den Tod als Untoter überwinden kann. Also Lich werden. Oh, hier ist mir nicht so wohl. Ja, Mürum, du bist doch eine Waldelfe. Eine komisch provozierte Waldelfe. Die fühlt sich natürlich nicht in einem Schloss wohl. Oger. Kriegsoger, okay. Bisschen Haushalt mit den Zauberpunkten. Die meisten Gegner dürften ja nicht so stark sein, aber diese Kriegsoger, also die mit den roten Stacheln, die sollte man nicht unterschätzen. Oh, da zaubert was. Ja, hinten ist ein Lich. Aber nur ein ganz normaler. Kein so groß Lich oder Power Lich oder was auch immer. Ogerhäuptling, aber nur einer. Also wir haben Liche und wir haben Wiener Kreaturen, nämlich die Oger bisher. Alles sehr gut machbar. Aber das hatten wir beim Schloss des Kriegsherrn auch gesagt. Und dann kamen die Todesritter. Weg. So, und mal ungefähr merken, wie viel Gold wir gerade haben. Um zu sehen, wie sehr sich das hier drin lohnt. Aber so 100, 200 Gold pro Leiche. Dafür, dass sie sehr schnell sterben und wir keine Probleme haben, ist okay, würde ich sagen. Was war das gerade für... Oh. Fallen. Okay. Hinten ist ein Lich. Oh, und Kessel. Wir mögen Kessel, nicht wahr? Du. Was liegt hier auf dem Boden? Unser magisches Auge sagt, hier liegt was auf dem Boden. Aber hier ist nichts. Okay, vielleicht über oder unter uns. Ist hier schließlich ein Schloss. Und da geht's auch schon hoch, okay. Ich würde ungern jetzt schon hochgehen, wenn wir nicht das Erdgeschoss schon mal gesichert haben. Da geht's auch hoch. Und ich gehe im Kreis, okay. Hier geht's zurück zu dem Bereich, wo wir hergekommen sind. Gibt es da noch eine andere Abzweigung? Karte? Zoom. Nee, da kommen wir her. Wir haben jetzt bisher also alles gesichert. Jetzt kommt die erste eigentliche Abzweigung. Und zwar können wir entweder hier hochgehen oder wir können da hinten hochgehen. Unsere Helden sind müde wegen dem doofen Eilezauber. Also... Schwäche heilen. Viermal Schwäche heilen. So. Oh, gleich ein paar mehr von denen. Gleich. Oh, ho, 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 ho. Was? Ich sag ja, wie beim Kriegsherrn. Ach, hier sind nur ein paar Ogre, ist ja alles gut. Und dann zack, Lay, Instant K.O. und Mana-Entzug und was weiß ich. Ah, okay, Rüstung ist kaputt. Wachst du von alleine auf oder? Ne, minus 17. Okay. Du mach mal bitte das da. Versuchen wir noch ein, zwei mitzunehmen und dann gehen wir auch raus. Okay.
Bist du ein normaler Lich? Nein, du bist ein Groß-Lich. Halten trotzdem nicht sehr viel aus, aber können austeilen. Und da haben wir die ersten fliegenden Augen. Und wir haben sehr viele Ogre. Und noch mehr fliegende Augen. Gut. Taktischer Rückzug. Darum, 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 darum. Wir werden hier drinnen auf keinen Fall in absehbarer Zeit schlafen können. Denn es ist ja alles über mehrere Etagen. Obwohl, der Eingang ist schön weit entfernt. Gucken wir mal. Nee, nicht weit genug entfernt. Okay, raus. Nichts wie Weg. Und es ist nicht vorbereitet gewesen. Da war noch eine Gruppe Skelette oder so, die uns jetzt daran hindert zu schlafen. Fliegen. Skelette töten. Oder was auch immer das ist. Ja, Skelette. Wusch. Wusch. Und Harpien, die verfluchen können. Geht weg, Harpien. So, mit dem letzten Atemzug. Nein, okay. Jetzt schlafen. Dum-dum. Sind ja nur Skelette, okay. Dann weckt mal die Herren und Damen auf. Oder den Herren und die Damen. Und lasst uns dann bitte, bitte schlafen. So, schlafen.